Ja, ne? Geht mal auf meinen Server. Discord-Server. Und da gibt's ein neues Giveaway. Ist heute am Sonntag irgendwie nichts los? Also auf dem Discord-Server hat keiner was geschrieben seit meiner Giveaway-Nachricht. Lol. Ist ja witzig. Fünf Vorratslieferungen, ja. Mit was für einem Muster du das spielst? Auf jeden Fall, ja. Nix kriegen sie nicht. Ich hab Bock auf Quincy. Wollte ich mal wieder Gwendolyn spielen müsste. So, wir hatten das letzte Mal. Boah, keine Ahnung. Flussabwärts war, glaube ich, das letzte Mal, was wir gespielt hatten, oder? War Gras und Pfeile? Ne, Häschen Hüpf. Ach, keine Ahnung. Ah, Feuerreichweite auf Mittel. Nö, ausgetickst du nicht schon wieder. Diesmal, nö, ausgetrickst du nicht schon wieder. Wir machen halt mal was anderes. Außerdem, du hast mir zu viel gespammt am Anfang. Finde ich nicht cool. Wobei Gwendolyn hier für eine doofe Map ist. Blackstream, ja. Ich hatte das deutsche Recht. Ja, tut mir leid. Ist schon hart, ne? Lars, wenn du möchtest, kannst du mitspielen. Ich glaube, er ist gerade AFK. Na gut. Na gut, einer darf den Code eintippen. Mal gucken, wer schneller ist. Welche YouTuber guckst du? Gar keine. So wirklich aktiv gucke ich gar keinen. Gold ist drinne. Das XL ist auch nicht so viel größer als das normale. Okay, dann muss ich mal gucken. Wenn es wirklich nicht so viel größer ist, dann wahrscheinlich das XL. Ja. Und tut mir leid, übrigens ausgetrickst. Aber du hast gerade dein Können gezeigt, das reicht erstmal aus, wa? Schnelltippmeister. Halbflüssig mit Metallschirm. Du darfst was schreiben ausgerichtet, aber der Anfang war irgendwie ein bisschen komisch von dir. Außerdem im Scherz gewesen. Aber zwei miteinander finde ich halt ein bisschen doof. Finde ich schon gut, wenn. Wenn es ein bisschen Abwechslung ist. Ich habe mich voll gefressen, oh, da schäme ich mich auch. Das kenne ich. Darky, also die keinen Chimps ohne U-Boot nicht Level 20 erreichen, so wird auch kein Bett töten. Das hast du auch schon wahrscheinlich als Kommentar geschrieben, oder? Du brauchst übrigens nicht alles doppelt schreiben, wenn du schon als Kommentar geschrieben hast. Dann reicht es auch aus. Ansonsten muss ich alles doppelt lesen, das ist irgendwie doof. Darf ich mit dir spielen? Macht Comic, sobald die Runde wieder oben ist. Gibt es auf meinem Server ein neues Giveaway? Aber nochmal, du sparen willst oder nicht? Wenn ich ein Handy habe, dann habe ich das einige Jahre. Dann investiere ich da gerne auch mal. Auch wenn das Pixel wahrscheinlich ein Tausender kosten wird. Was hart sein wird. Hi, Luke Skywalker. Nammt niemand. Die stehen einfach so die Statue und niemand hält sie auf. Ja. Diebe! Oh, Reisenangewerfer. Ich bin am Loki. Wow. Er hat ernsthaft seinen Wurfallaffen so hingesetzt, dass ich meine Gwendolyn nicht hinsetzen kann. Das war ein Arsch, ey. Minecraft kommt wieder in den Hype, glaube ich. Ach, wie kommst du drauf, Ranok? Aus welchem Grund? Ich gucke nach Minecraft und News. Roblox. Dieses Spiel ist erfolgreicher als Minecraft und Fortnite. Okay. Müssen wir mal gucken, was Roblox ist, wa? Wenn die Leute ständig fordern, wenn dass ich das anspielen soll.
Alter, 100 Millionen aktive Spieler bei Roblox. Roblox ist doch immer noch eine Plattform. Ich raff das nicht, ey. Ich glaube, ich bin einfach zu blöd dafür. Und hier steht in Wikipedia, Roblox-Eintrag. Roblox ist eine Plattform, auf der Spieler ihre eigene Spielerschaffung betreten können. Roblox ist doch kein Spiel, Alter. Ich werde immer sauer, wenn mir irgendjemand sagt, ich soll Roblox anspielen. Raff das nicht, ey. Hab im BT6 das vorgestern geholt. Sehr nice. Luke Skywalker. Sehr gut. Gute Entscheidung. Du konntest nichts besser machen als das. Bin gerade erst gekommen. Gehören die Reste einfach von. Nein, der einzige Turm, der mir gehört, ist Gwendolyn. Der Rest gehört P2, P4 und P3. Ob ich kann auch einsetzen? Könnte ich. Nee, kann ich nicht. Ich habe wieder die beschissenste Position im gesamten Spiel, ey. Weil PewDiePie Minecraft spielt. Na. Hi, Sami. Roblox ist ein Spiel. Roblox ist ein Spiel. Nein! Roblox gleich Plattform! Alter, wenn ich irgendwo Roblox eingebe. Erstens, Roblox ist eine Plattform, auf der Spiele ihre eigenen Spieler schaffen und betreten können. Ah, ihr macht mich irre, ey. Roblox ist ein Spiel, dessen Spielprinzip ist, es eigenes zu erschaffen. Die meint also nicht, dass du irgendwelche Spiele, die es auf der Roblox-Webseite gibt, spielen sollst. Ja, ist für mich nicht präzise beim Angespielt. Habe die 6 auf Steam und Mobile. Hab mir Steam nur gekauft, weil du sagtest, Mobile ist nicht so geil. Das ist auch nicht. Also, Steam finde ich halt besser. Ja, aber ich habe gerade schon U-Boote gekauft. Ich habe gar keine Lust auf U-Boote gerade. Weißt du? Hi, Test. Geil, bekam keine Nachrichtung von gar nichts. Hm, dann sollst du mal vom Discord-Server joinen, Anatula. Und meinen Discord-Server nicht muten, benachrichtigungstechnisch. Dann sollte das funktionieren. Ich glaube, Mixer wird größer als Twitch. Ach komm, nur weil dieser Vogel Ninja dahin wechselt, das heißt gar nichts. Ja? Mixer, du hast vorher nie was von Mixer gehört. Und nur weil Ninja mit seinen paar tausend, 10.000, 100.000 Viewern dahin wechselt, es ist nichts im Vergleich zu Twitch gesamt. Ja? Niemals wird Mixer besser werden als Twitch. Warum sollte Mixer das werden? Microsoft kann sich nicht jeden größeren Streamer einkaufen. Ich will nicht wissen, wie viele Millionen die dem gezahlt haben. Roblox, keine Plattform, sondern ein Spiel, bei dem man dies machen kann. Check das. Dann gib mir mal einen Link. Gib mir mal einen Link zum Spiel. Wenn du mir den Link zur Webseite gibst, dann hau ich dich. Wo kann ich mir das Spiel runterladen, wo ich Roblox spielen kann? Ja? Roblox. Ich bin auf dem Discord raufgejoint und diese ganze ewigen Erwähnung. Ich bin auf dem Discord raufgejoint und diese ganzen ewigen Erwähnungen sind total nervig. Oh. Du beschwerst dich, dass du keine Benachrichtigung bekommen hast, gehst aber. Und meckerst dann, dass du Erwähnungen bekommst? Irgendwas stimmt da nicht, Anatula. Denk nochmal nach. Habe nie was vom Mixer, ich auch nicht. Ich habe das erste Mal was vom Mixer gehört, nachdem irgendwie einer meint, im Let's Play Forum geschrieben hat, ist das das Ende für Twitch? Wird Mixer das neue Twitch werden? Alter, diese dummen Menschen wirklich, wegen einem einzigen Spieler. Mixer ist wie Twitch, nur schlechter. Ist halt von Microsoft. Hast du rein, Geus. Aber du bist doch gerade drin. Ja.
So wie ich das jetzt verstanden habe, ist tonlos so etwas wie die Google Play. Was ist denn tonlos? Wisst ihr, was ich immer schade finde? Wenn Nachrichten gepostet werden, ohne dass man sie sich vorher nochmal durchliest. Aber alle, trotzdem wäre besser, das zu lassen. Roblox gleich Thema für sich. Martin, du hast gesagt, Roblox ist ein Spiel. Das ist keine Plattform, hast du gesagt. Also du sagst, der Wikipedia-Artikel, der stimmt nicht. Dann sag mir doch mal, was es ist. Mixer, du mal, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, warum man sowas Mixer nennen sollte. Und es wäre dumm, sich hier einen großen Streamer zu kaufen. Vor allem bringt das wahrscheinlich auch nicht viel. Nicht jeder Streamer ist halt kaufbar, ne? Nicht jeder Streamer mag vielleicht Microsoft. Hätte Microsoft nicht einfach Twitch kaufen können? Hm. Tja, dafür sind sie leider. Da wollten sie leider ihre eigene Plattform wahrscheinlich haben. Kannst du mal Biker Bones im nächsten Spiel mal benutzen? Ja, mal schauen. Schauen wir mal. Roblox ist im Browser und dort werden Games angezeigt und du musst dir einen Launcher installieren, um diese spielen zu können. Ja, das dachte ich mir schon. Das ist halt eine Plattform. Aber jeder oder so viele sagen immer, nein, das ist ein Spiel. Du kannst das Spiel spielen. Das Spiel heißt Roblox. Hm. Ja, aber trotzdem hat man keinen Bock mehr zu diskutieren. Och, das ist ja süß. Das ist keine Diskussion gewesen. Das war lächerlich. Aber gut, wenn du meinst. Wo ein Streamer mal zu einem Random Mac gesagt hat, dass er auf Mixer streamt, dachte ich die ganze Zeit, dass es ein Joke wäre und dass es diese Plattform nicht gibt. So, ich habe von der Plattform auch vorher noch nie was gehört. Never ever. Wusch, er trifft leider keine Tamalongs, schade. Was wir auch noch machen können, ist ein Affendorf zu posten. Mit Radarscannern. Roblox ist auch ein Spiel, allerdings ein Spiel, wo man Spielen beitreten kann und man selbst mit seinem Bilderrang Maps kreieren kann. Und ich habe Roblox wieder geliebt. Aber jetzt inzwischen kann ich es nicht mehr spielen. Wie war das gerade nochmal gewesen mit Korrektur lesen? Meine Augen bluten. Halten wir fest, Leute. BTD6 ist ein Spiel. NinjaKiwi.com ist eine Webseite. Zum Beispiel. Oder der Battle.net Launcher. Ist kein Spiel. Ja. Spiel ist das, wo ich etwas machen kann. Und eine Plattform ist etwas, was etwas verwaltet. Deswegen Roblox ist eine Plattform. Roblox ist kein Spiel. Sonst könnte man sagen, oh, Steam ist ja ein Spiel. Kannst du mal bitte Steam anspielen? Dash, ich spiel mal mit der Steam an. Mach mal. Ich hätte ganz gerne angespielt zu Steam. Muss ja ein cooles Spiel sein. So, was haben wir hier noch? Ein bisschen Dschungeltrommeln. Das Argument ja aber trotzdem, der weiß ganz genau, dass du recht hast. Ich will nicht unbedingt recht haben, ne? Ich will diskutieren. Diskutieren macht Spaß. Also zumindest mir. P4, achso, größtes Abgehör. Ich weiß nicht, in welchem Wikipedia-Artikel du guckst, Martin, aber wenn ich da reinklicke, ist der allererste Satz. Ist der allererste Satz Roblox, Eigenschreibweise Roblox ist eine Plattform, auf der Spieler ihre eigenen Spiele erschaffen und betreten können. Ah, okay, da steht es bei Gameplay. Roblox ist ein Sandbox-Spiel, das es Spielern ermöglicht, eigene Spiele zu erschaffen. Okay, aber an sich kann man Roblox trotzdem nicht anspielen, weil du immer andere Spiele erschaffst. Hm. Also, ja, ich weiß nicht. Kann man Roblox an sich spielen? Hat Roblox ein spielbare... Ach, ist egal. Ich weiß nicht, wie ich da diskutieren soll. Ich hab's ja immer noch auf meiner Liste, glaube ich irgendwo, wo ich es abgelehnt habe als angespielt. Vielleicht gucke ich mir irgendwann nochmal an. Ja. Oh, wir sind schon bei Runde 60. Ist ja langweilig. Hab Steam schon fast durch. Weiß gar nicht, was du hast. Aber wenn Roblox eine Plattform ist, wie heißt dann das Spiel, was man auf der Plattform spielt?
Tja. Sehr unglücklich gewählt von den Entwicklern, würde ich mal sagen. Weniger ist mehr, nur 10.000 platzen lassen. Na gut. Vielen Dank fürs Mitspielen, Leute. 275 Gold haben wir bekommen.